Über allem schwebt eine leise Melancholie, die ganz sanft unsere Seele berührt. Engel voll Schönheit und Süße, der Licht und Klarheit mir leiht. Während alles um ihn herum in Trümmern liegt und die Menschen an alles nur nicht an Musik denken, schreibt er seine Sonate für Violine und Klavier. Würden Sie mir sagen, da steht Bach, der alte Bach. Nein, niemals, niemals würde ich wagen, vor ihm den Peneas zu spielen. Aber ist das eigentlich Faszinierende an dieser Musik? Je länger ich sie spiele und mit ihr lebe, glaube ich, dass es auf jeden Fall diese geniale Zwiesprache zwischen Traum und Wirklichkeit ist, die in seiner Musik entsteht. Wie viel Schmerz kann eine menschliche Seele aushalten? Oder anders gefragt, wie tief kann eine Seele verletzt werden und dennoch eine ungebrochene Kreativität bewahren, um seine Passion nicht zu verlieren? Er war verzweifelt, dem Selbstmord nahe. Die ständige Erwartung, verhaftet zu werden, lastete schwer auf seiner Seele. Das ganze Land war zu einem Gefängnis geworden, aus dem es kein Entrinnen gab. Sein Schicksal war vielmehr die Kraft zu haben, diese unsägliche, gnadenlose, brutale, unwürdige Zeit in große Musik umzuwandeln und festzuhalten. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen, wie in Boris Godunov. So als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu, jubeln sollt ihr, jubeln sollt ihr. Und der geschlagene Mensch erhebt sich, kann sich kaum auf den Beinen halten, geht los, marschiert, murmelt vor sich hin. Jubeln sollen wir, jubeln sollen wir. Ein Künstler lebt vielleicht ein bisschen in einer Welt, in dieser Welt, und ist dort irgendwie unzerstörbar. Und bedeutet das nicht am Ende die eigentliche Macht?